Hallo zusammen zu einer kurzen Präsentation von ReadyToFly.com. Es geht dieses Mal um ein frühes Vorserienmodell eines Stroboskopblitzers, welcher in naher Zukunft erhältlich sein wird bei ReadyToFly. Er funktioniert nach dem Prinzip der Entladungslampen, also es sind keine LEDs, das sind Entladungslampen wie bei einem Fotoapparat zum Beispiel. Die sind einiges heller. Er funktioniert mit einem 2S-Lipo mit 7,4 Volt. Ich habe hier ein kleines Exemplar mitgebracht. Man kann den einfach anstecken und es geht los. Er kommt fertig konfektioniert. Hier habt ihr die Elektronik mit den Kabeln dran. Die werden dann ca. 1 Meter lang sein. Das heißt, ihr könnt die schön im Flügel verlegen und weit draußen montieren. Zum Größenvergleich der Elektronik habe ich hier ein handelsübliches Telefon, also wie ihr seht, wenn man die so anschaut, die passt problemlos in ein Modell mittlerer Größe. Ihr könnt an diesem Potentiometer auf der Elektronik könnt ihr die Geschwindigkeit des Blitzens einstellen. Hier habe ich jetzt die langsamste Stufe eingestellt. Ich kann hier stufenlos mit einem kleinen Kreuzschraubendreher die Geschwindigkeit hochdrehen. Und jetzt habt ihr eine schnellere Blitzfrequenz. Könnt ihr auch stufenlos wieder runterregeln auf die langsamste Stufe, wie ihr wollt.